Delfin TV on Tour. Hallo, wir sind heute zu Gast bei Mailin. Hallo, hallo. Mailin. Schön, dass du gekommen bist. Schön, dass wir bei dir sein dürfen. Ja. Mailin, erzähl uns doch mal so ein ganz kleines bisschen etwas über dich und über deine Arbeit. Was macht dich und deine Arbeit aus? Was macht dich? Ich nenne es gar nicht mehr Arbeit. Das ist perfekt. Also ich lebe mich selber. Mehr und mehr kann ich das verwirklichen. Und hat so langsam angefangen im Leben, als ich vielleicht so 30 war. Da habe ich gemerkt, ich spüre mich nicht mehr richtig. Mhm. Und da habe ich angefangen zu suchen. Langsam. Oft haben mir Tiere oder die Natur geholfen, mich zu finden. Und dann, als ich in Atlanta gelebt habe, kamen Ereignisse und Menschen in mein Leben, die mir dann geholfen haben, wieder spirituell mich zu erkennen oder mich wieder zu erinnern, was ich denn alles tue und gemacht habe und das wieder in meinem Körper zu spüren. Ich hatte wirklich recht zugemacht. Und diese Entwicklung, die lebe ich ja jetzt und entwickle mich immer weiter. Und das kann ich auch weitergeben oder das möchte ich auch weitergeben, weil diese Gefühle, die ich dabei hatte, dieses Aufgehen, dieses Erblühen, diese Erfahrungen, die möchte ich Menschen schenken. Weil das ist so eine tolle Sache. Und jeder, der interessiert ist und denkt, möchte daran, das möchte ich dann helfen damit. Weil wir alle ja irgendwo Knospen sind, die erblühen möchten. Das heißt, du möchtest anderen Menschen im Grunde zeigen, schau mal, was ich geschafft habe oder was mir passiert ist, das kannst du auch erleben. Ja, genau. Weil ich glaube, meine Geschichte, also wenn ich Geschichtenerzähler bin, hilft Leuten zu sehen, dass denen das nicht nur alleine passiert oder passiert ist. Und da haben sie etwas, wo sie anknüpfen können. Oder sie haben einen Lichtblick. Und das, genau, du hast das angesprochen. Mir ist es nämlich auch wichtig, nicht Leuten zu sagen, was sie tun sollen. Es gibt vielleicht ein paar Ratschläge. Aber eigentlich, dass ich sie vielleicht am Anfang, wenn sie ein bisschen Hilfe brauchen, an der Hand nehme, aber dann ein bisschen führe, Ratschläge gebe und dann loslasse, dass sie gehen können und selber Wege gefunden haben, die genau für die sich selbst stimmen. Und ihr Wissen und ihre Geschenke leben können und das auch ausdrücken in ihrem täglichen Leben und nicht nur im Beruf. Weil ich finde, man sollte das nicht separieren. Es ist eins. Weißt du, Privatleben und Job, nicht, es ist eins. Und dann lebt man die Freude. Es macht Spaß und es ist anregend und aufregend. Ein Abenteuer. Ja, im Grunde ist es ja so, dass du eigentlich, ich sage mal, Hinweise gibst oder auch vorlebst und dann können wir im Grunde dich fragen, du kannst uns ein bisschen was aus deinem Leben erzählen und dann können wir für uns merken, ja, hey, das habe ich so ähnlich auch erlebt und wow, ich glaube, Mailin kann mir die Fragen beantworten, weil jeder Mensch hat ja Resonanz mit irgendwas ganz Bestimmtem und es gibt viele Menschen, die haben mit dir Resonanz, es gibt viele Menschen, die haben mit mir Resonanz, es gibt wieder viele Menschen, die haben mit uns Resonanz oder mit ganz vielen anderen Menschen, also jeder mit jemand anderem im Grunde oder mit mehreren anderen. Und die Menschen, die jetzt mit uns Resonanz haben, die jetzt uns hier zuschauen zum Beispiel, ja, hallo. Ja, die würden uns auch was fragen und mit denen würden wir dann auch weiterarbeiten können. Genau. Und das ist das, was du gerade so wunderschön erklärt hast. Ja, du hast gerade weitergemacht da. Wir ergänzen uns ganz toll. Weil ich ziehe nur an Leute, die mich interessant finden oder ja, und die wissen, ich kann denen was geben. Und das habe ich gespürt. Und man muss gar nicht suchen. Die kommen Vibration, von alleine, ja, die Schwingungen. Durch die die Wellenlänge, die mit dir auf einer Wellenlänge sind. Ja. Und ich hab Glück, ich drücke mich ja auch in verschiedensten Arten aus. Einmal durch Gespräche, ja, kommen Ratschläge oder Botschaften, aber auch dann durch Malen. Ich male so gern, da habe ich gelernt, dass ich Energiefelder male und die Leute merken, was für Energiefelder sie anspricht.
Ich habe das gesehen. Du malst so wunderschön Spiralen. Oh ja, ich bin Spiralenmädchen. Irgendwie, das ist jetzt in allem. Einmal habe ich das angefangen zu merken, als ich Heilungen für Tiere gemacht habe, also schamanische Reisen, und die Feenwelt kam dann und hat immer die Spiralen benutzt und uns da reingelegt, uns Menschen oder Tiere. Ich habe gesehen, was da wirklich dann für Prozesse oder Transformationen stattfanden. Dann auch für mich selber, als ich gereist habe in die zweite Realität, was ich zurückgebracht habe an Symbolen und aufgemalt habe, es war immer eine Spirale, ob es jetzt eine Spirale war, um mein Wasser zu kodieren oder um besser träumen zu können oder für meine Gesundheit. Und dann habe ich gemerkt, ich male auch Spiralen für andere. Und dann habe ich gemerkt, ich tanze die Spiralen, ja, wenn ich heile und Tänze mache und dabei singe, habe ich jetzt auch bemerkt, dass ich immer in Spiralenform oft tanze. Und dann auch in der Natur merke ich plötzlich, dass meine Hand immer so Spiralen macht. Das ist also faszinierend. Also auf das Tanzen und die Musik möchte ich gleich nochmal näher eingehen, Ja. aber jetzt interessiert mich doch nochmal eins ganz besonders. Ich muss euch verraten, ihr Lieben, Marlene hat ein ganz tolles Spiralenbild für mich gemalt. Du malst ja auch für andere, das hast du ja damit im Grunde mir auch gezeigt. Ja. Wenn jetzt jemand auch ein persönliches, energetisches, hochschwingendes, für sich ganz allein gemaltes Spiralenbild haben möchte, kann er dann sich einfach an dich wenden oder wie läuft das? Ja, ich habe mir kam vor 2 Jahren kam so eine Ja. Vision genau an meinem Geburtstag, und das hatte ich Wow. damals nur für Freunde gemacht. Tolles Geburtstagsgeschenk. Ja, das war toll. Habe ich dann auch gleich nächsten Tag eingeschrieben. Ich habe das sendet, ja, darf ich für euch meditieren und euch ein Bild malen? Und dann habe ich natürlich kleine Bilder damals gemalt. Und da habe ich meditiert und Informationen, Botschaften bekommen. Es sind nicht immer Spiralen, es sind manchmal auch Sprachen, ja, von Wow. Sternnationen, Sprachen oder die Sprache unseres Wissens, unserer Herkunft oder auch Sprachen unserer bildliche Sprachen von unseren Vorfahren. Ja? Und die werden dann ausgedrückt. Eigentlich, was gerade derjenige oder du wirklich gebraucht hattest, ich sage immer, was der Mensch gerade braucht, das kommt rüber. Und dann wird man, er manchmal wird nur meine Hand geführt, und bei dir habe ich dann grob da schon ein Bild gesehen gehabt, was alles dabei sein wollte. Und es war schon die ganze Meditation, das war sehr interessant. Ja, so ein gemischtes, ich liebe das für Leute zu machen. Also wir blenden oder haben das Bild auch schon eingeblendet, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, wie dieses wundervolle Bild, sehr kraftvolle Bild aussieht, das Marlene jetzt Danke. für mich gemalt hat. Und Bilder für euch würden natürlich anders aussehen, weil ihr Ja. ganz andere Verbindungen habt, ganz andere Energien. Ja, genau. Würde für euch anders aussehen. Aber ich male euch gern eins. Ganz klein, ganz groß. Ich liebe das. Ja, und dann manchmal, was ich auch gefunden habe, sind dann so ganz kleine Kärtchen, die ich auch nur malen muss. Die du auf der Oft sind Messe Spitzen. verteilt hast, Zum ne? Beispiel Ja, ja, genau. Business Cards, ja. Und habe gemerkt, dass Leute sich die an die Brust halten und da schon was spüren. Oder sie haben eine gezogen, weil jede ist wirklich verschieden, individuell gemalt. Und dass die gerade immer die richtige für sich gezogen haben, wie so ein kleiner Unterstützer. Also da habe ich Glück. Da gibt mir auch dann das Spirit World Informationen für die Person. Und manchmal male ich ein Bild. Ich weiß nicht, für wen es denn ist, aber jemand kommt dann und holt das. Und dann, wenn ich dann die Person sehe, denke ich, wow, genau. Das richtige Bild, was sie sich da aussucht. Kraftkarten, Ja, Kraftkarten, Energiekarten ja. zum Beispiel. Ja. Aber das hat jetzt auch für große Bilder stattgefunden, wo ich plötzlich nur geführt werde, ein bestimmtes Bild zu malen. Und dann kam dann die Person in mein Leben und hat sich's geholt. Und die Kleinen kann man sich ja wunderbar dann auch einstecken, immer dabei haben, Ja, ganz sodass toll. man die Energie immer dabei hat. Genau, viele Männer haben es natürlich immer in der Hosentasche. Ja. Eine Dame hat sich als Anhänger gemacht. Portemonnaie haben ein paar Leute das drin. Ja, das ist so meine Energieunterstützer. Schön. Ja, Ja. und jetzt kommen wir dann weiter, was du eben angesprochen hast. Du tanzt und du machst sogar
Musik oder du singst, hast du gerade gesagt? Ja, das Tanzen. Ich tanze, seit ich klein bin, unwahrscheinlich gern. Wollte auch Tänzerin werden, aber da ich ein bisschen anders laufe als andere Menschen, Noch. hat mich derzeit kein Tanzlehrer nehmen wollen. Jetzt ist es anders in der neuen Zeit oder Anfang. Und da habe ich eine Ausdrucksweise gefunden. Und auch da habe ich gespürt, wie die Menschen da darauf reagieren. Und gerade letztens, da waren wir auf einem Experimentierworkshop, da waren ein paar Schamanen zusammengekommen. Und da hatte ich mir gewünscht, einfach zu tanzen, singen und heilen zu können. Und da hatte ich die Leute gefragt, die sollen mir einfach ein paar Wörter zuwerfen, damit, was ich tanze, wirklich auch gerade wieder, kommt mir wieder, was gerade erwünscht wird. Und dann haben sie mir Harmonie, Liebe, Sterne, Mond zugerufen. Und dann war ich sofort präsent. Und dann habe ich einen Tanz gechannelt oder verschiedene Tänze gechannelt und dabei auch gesungen. Und dann kommen wir auch als Channel, kommen bei mir Gesänge, die für Menschen, ja, wichtig ist nicht, aber anregend sind, sie erinnern sich, gibt denen Geborgenheit oder Sanftmut. Oder bestimmte Themen werden angeregt, die ich gar nicht weiß. Es ist manchmal sehr engelmäßig, sternmäßig oder man sehr, sehr stark männliche Musik, Tribal Music, würde ich da so sagen, so sehr männlich. Oder dann auch von Sternnationen kommen wieder so. Das macht Spaß. Und an dem Wochenende ist es gelungen, da plötzlich da zu singen, tanzen und auch Energie weiterzugeben an Leute. Wow, das war ein Geschenk und das möchte ich jetzt auch immer mehr und mehr machen. Die Vision hatte ich schon lange, eigentlich ein paar Jahre. Also habe ich mich immer wieder gesehen, dass ich tanze vor Leuten. Mal Unsere gucken. Essenz besteht ja auch aus ja, Farbe, Licht und aus Ton, Klang. Und das sprichst du an, genau diese Essenz in uns, Ja. den Ton, den Klang. Und das ist dann die Resonanz, die du in deinen Zuschauern, in deinen Mitstreitern, sage ich mal, antriggerst, anregst. Schön Wie so ausgedrückt. bei einer Gitarre, wo eine Saite mit angeregt wird oder mitschwingt, in Resonanz kommt. Ja. Ja. Im Resonanzkörper zum Beispiel. Ja, und auch ich habe an dem habe ich hab die Leute mit eingeladen, auch zu tanzen. Weißt du, ich tanze da nicht. Ja. Das war so schwungvoll und der Rhythmus, der da kam dann plötzlich ein Rhythmus. Das hat Leute mitgerissen. Oder auch wenn so Leute zu mir nach Hause kommen und wir zusammen einen Austausch haben, frage ich auch, sollen wir jetzt mal tanzen? Weil was gerade die Transformation, weißt du, die kann besser durch den Körper und man ist entspannter. Ja, man muss schöne Musik anmachen, dass man nicht immer nur sitzt oder so. Ja, das finde ich wichtig. Wieder zu tanzen, lachen, singen. Ja, das wünschen wir uns doch allen, ja, wieder wie Kinder zu sein. Ja, wie gerne gehen wir auch feiern, weil das ist Ja. einfach mal was, es macht einfach Spaß, es ist schön. Ja. Und warum sollen wir das dann nicht auch mal so machen? Ja, einfach Ne, so das zu ist, Hause. ja. Ja, das mache ich manchmal. In meinem Wohnzimmer. Ja, dafür sind die Wohnzimmer ja Ja. groß. Und meistens steht ja auch die Musikanlage im Wohnzimmer. Also nur noch einschalten und ja, tanzt einfach mal. Tanzt auch mal zu Hause. Und wenn ihr alleine seid, schöne Musik anmachen, eure Lieblingsmusik und tanzen. Einfach im Gefühl sein und es ja raustanzen, sag ich mal. Ja, mir hat mein Mann, ein Koreaner, mal gesagt und das ans Herz gelegt. Mailin, tanzt, wenn es eine halbe Stunde ist zu Hause, weil es so wichtig ist für unsere Seele. Die kann sich ausdrücken. Und wenn man dann geleitet wird und seine Bewegungen auch fühlt, ja, wie die Bewegung jetzt kommt, und das macht, auch wenn es nicht sein ist, aber die Seele will diese Bewegung tanzen. Und dass man das dem folgt. Und es ist wunderschön, es ist ja Meditation, man wird ganz ruhig und gelassen. Und auch diese Ruhe möchte ich Menschen schenken, oder dass sie die wiederfinden können. Weil in dieser Ruhe findet man bessere Lösungen. Man kann im Moment leben und man sieht die anderen Möglichkeiten, die es noch gibt, mehr. Also wenn man irgendwo stecken bleibt, Musik an, tanzen,
Und schon geht es weiter. Oder natürlich raus an die Natur. Die Natur ist ein großer Unterstützer von uns ja auch. Die meisten Ideen kommen beim Duschen, beim Spazierengehen und ja, beim einfach mal nichts tun. Ja, genau. Das ist sehr geerdet, schön. Sehr geerdet. Ja. Nichts tun und einfach nur hören, wer bin ich denn? Oder zu fühlen, genau, nur wer ich bin. Und dieses Nichts zu leben. Dieses Nichtstun dann auch mal ohne Fernseher, Radio und sonst was, sondern einfach mal Stille genießen und dabei das Nichtstun tun. Ganz bewusst. Zu sich finden. In seine innere Mitte kommen. Zu sein. Sich zu finden. Lernen, mit der Stille umzugehen. Das ist es, was uns auch zu uns selber bringt und uns weiterführt. Ja, weil wenn wir auch, ich ja beobachte, so viele Menschen haben Angst, alleine zu sein oder in dieser Stille zu sein. Aber es ist nur ungewohnt und man gewöhnt sich nach einer Weile dran. Also langsam sich rantasten und zärtlich mit sich selber sein, weil ich finde, die Zärtlichkeit, ja, in dem, zu sich selber auch, überhaupt gut dieses zu sich ein, zu sein. Genau, das Zärtliche ist schon ein weiterer Schritt. Ja. Nochmal zu sagen, danke, lieber Körper, dass du da aber bist. So, genau. Und dass du zum Beispiel alles das mitmachst, was ich hier ja, von dir verlange. Ich oft, bedanke. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, denn manchmal verlangen wir von unserem Körper schon eine ganz schöne Menge. Ja, genau. Ja. Und das ist, was ich oft tue. Also diese Dankbarkeit an meinen Körper, mich irgendwo da durchzukriegen und... Und auch wenn es nur was Schönes war oder mich zu bestimmten Menschen gebracht hat oder bestimmten Plätzen. Oder mal wieder lange wach geblieben ist, weil das fertig werden musste, das Projekt zum Beispiel. Genau, und das, ne, das ist dann auch wichtig. Ne? Ja, genau. Das stimmt. Ich danke meinem Körper immer, wenn er auf der Autobahn lange durchhält bis nach Hause. Ja, du musst so viel fahren. Ja, ich muss viel fahren. Und alles in Sack und Tüten dann ist abends und alles fertig ist zum Beispiel. Ja, stimmt. Ja, prima. Marlene, hast du denn jetzt noch eine Botschaft, sag ich mal, oder etwas, was dir wichtig ist, was du unseren Zuschauern oder uns allen mitteilen möchtest, was dir wichtig ist, uns zu geben? Ja, im Moment zu leben. Wirklich. Auszudrücken, was man gerade fühlt. Und zu spüren, was ich gerade fühle oder was man fühlt. Und das auch auszudrücken und keine Angst zu haben, offen darüber zu reden und das zu zeigen. Ja? Und ich glaube, das verändert uns, also nicht, dass wir uns verändern müssen, aber es ist wie so eine Ausbreitung, die wir dann erfahren. Und andere können sich mit ausbreiten. Einfach dieses, das ist meine Botschaft, ganz simpel ausatmen und ausbreiten. In Ruhe sein. Viel Glück, danke. Dankeschön.